Miau und damit herzlich willkommen zu Pokémon Xenoverse. Ich bin Catman47 für die Leute, die mich noch nicht kennen und bin seit meiner Kindheit schon sehr, sehr großer Pokémon-Fan. Und ich dachte mir, hey komm, Pokémon Xenoverse klingt vielversprechend, viele hypen es, das Ganze ist ein Pokémon-Fangame und ihr braucht absolut kein Pokémon-Wissen, falls ihr keins habt, um dieses Projekt hier zu genießen zu können. Ich möchte das Spiel einfach nur durchspielen. Ich denke nicht, dass ich wirklich dazu sonst mehr machen werde. Allerdings bietet dieses Spiel viel Content, habe ich gehört. Ich habe mich absolut nicht spoilern lassen. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich weiß basically gar nichts. Und wir gehen auch instant rein. Ich kann nicht mehr länger warten. Sir, kommen Sie bitte rein. Ah, bitte sagen Sie es mir. Ich habe große Neuigkeiten für Sie. Folgen Sie mir, kommen Sie rein. Hier sind wir. Lass uns ein Spiel spielen. Können Sie das Geschlecht Ihres Babys erraten? Denken Sie, es ist ein Junge oder ein Mädchen? Okay, das ist irgendwie weird. Ich weiß nicht, in welchen Krankenhäusern so ein Spiel gespielt wird, aber ja, ich spiele einfach meinen May-Character. Ich denke, es ist ein Junge. Herzlichen Glückwunsch, Sir. Sie haben es erraten. Wow. Es ist ein wirklich schöner Junge. Folgen Sie mir. Vercel, ich lasse euch zweimal lieber hier alleine. Das Ganze gibt's übrigens auch nur auf Englisch, deswegen übersetze ich das logischerweise. Clover, wie fühlst du dich? Guck dir das gesunde Kind an, welches du zur Welt gebracht hast. Schau dir an, wie es lächelt. Ihr zwei seht euch so ähnlich aus. Liebling, wie wollen wir ihn nennen? Ich möchte, dass du seinen Namen aussuchst. Ich bin mir sicher, du wirst einen Lieblichen finden. Okay, ja, ich weiß nicht, ob Catman47 so lieblich ist, aber... Nein! Nein! Keine Zahlen! Okay, dann nur Catman. Wie wäre es mit Catman, Schatz? Catman? Das hört sich fantastisch an. Ich wusste, du würdest mich nicht enttäuschen. Clover, überanstreng dich nicht. Du solltest dich jetzt ausruhen. Zeit verging und Catman wuchs auf. Er verbrachte die Tage mit seiner wundervollen Familie. 5 Jahre später. Catman, aufstehen! Mama und ich müssen mit dir über etwas reden. Wow, damn, wir sehen ganz schön fresh aus. Wir haben uns dazu entschieden, dir mal ein bisschen die Welt hier draußen zu zeigen. Heute werden wir eine Tour über die Nova Ranch haben. Los geht's, Großer. Bitte seid vorsichtig. Ja, ab geht's über die Nova Ranch, würde ich sagen. Ey, das Spiel sieht so anders aus zu herkömmlichen Pokémon-Spielen von der Optik her. Aber das macht es auch irgendwie so fresh. Schau dir an, was für ein wundervoller Tag heute ist. Diese frische Luft macht einen so glücklich. Auf geht's, Catman. Ich werde dir die Ranch zeigen. Wir sagen einfach gar nichts. Ja, okay, wir sind 5 Jahre alt, aber... Lass uns diesen Weg gehen. Unser erster Halt wird die Farm sein. Okay. Sieht doch schon mal bisher episch aus. Siehst du, wie diese Pokémon dort das Feld grasen? Man nennt sie Miltang und sie beschenken uns mit ihrer wunderbaren Kumu-Milch. Am Abend jedoch schließen wir sie in die Scheune ein, um sie sicher zu halten. Ich möchte noch etwas anderes zeigen. Komm mit, folg mir. Diese Gewässer sind so klar. Sie erleichtern deine Gedanken, denkst du nicht auch? Jetzt ist es besser. Besser, nicht wahr? Komm mit. Es gibt noch eine einzige Sache, die ich dir zeigen muss. Okay, wow, die Ranch war doch irgendwie kleiner, als ich dachte. Huch. Ein Grab? Siehst du diesen kleinen Gedenkstein, Catman? Er wurde aufgebaut, um deinen Großvater zu ehren, der uns vor ein paar Jahren verlassen hat. Aber du bist noch zu jung für diese Geschichten. Und das war's. Lass uns zurück nach Hause. Wow, okay. Gibt hier doch echt nicht so viel. Warum zeigt er uns das alles erst mit 5 Jahren? Was war das? Oh. Hätte ich mal lieber nichts gesagt. Pokebälle. Warte, Pokebälle sind hier. Denkst du, jemand hat sie verloren? Catman, bleib hier. Ich werde es auschecken. Es scheint mir so, als würde jeder von ihnen ein Pokémon beinhalten. Ein Pflanzentyp, ein Feuertyp und ein Wassertyp. Ich habe eine Idee, Catman. Warum wählst du nicht eins aus? Ich könnte auf es aufpassen, bis du alt genug bist. Na los, wähl schon das Pokémon, welches du am meisten magst.
Okay, und hier sind wir. Wir haben Trishout als Auswahl, das Feuer-Sound-Pokémon, oder Feuerklang, wie ich es übersetzen werde, denke ich. Dann Shailion, was Gras und Fee von der Typenkombination her hat. Und Shulong, das Wasser-Drachen-Pokémon. Ja, die obligatorische Feuer-Wasser-Pflanze-Starterwahl, nur diesmal mit sehr, sehr coolen zwei Typen. Fee und Drache gab es, glaube ich, noch nie als Starterauswahl. Oder ich bin gerade einfach nur geistig verwirrt. Und Klang ist tatsächlich ein neuer Typ, der in diesem Spiel eingeführt wird. Und ich würde mich davon gerne überraschen lassen. Deswegen denke ich, ich wähle den Feuerstarter. Sehr basic, aber naja, was soll ich machen? Ne? Ich will schon irgendwie den neuen Typen. Hättest du Trishout gerne als dein Partner? Yep. Also gut, lass es uns wählen. Hey ihr, Hände weg von den Pokébällen! Oh shit, der Besitzer. Despotar? Angriff, Despotar! What the fuck ist diese Story auf einmal? Was ist das Spiel? Okay. Timeskip. Puh, es war alles nur ein Albtraum. Okay. Vielleicht ist es besser, wenn wir runtergehen. Okay, cool. Das war irgendwie sehr verwirrend. Was war das denn auf einmal? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es ein Albtraum war. Aber ich glaube, unser Vater hat mit dem Despotar abgerechnet. Also hoffe ich zumindest mal. Und mit wem auch immer da war. Das ist Trishouts Pokéball. Crazy. Ey, wir haben sogar die neueste. Wir haben sogar die Nintendo Switch hier in unserem Zimmer stehen. Eine brandneue Nintendo Switch. Wow. Ja, für diejenigen, die es nicht wissen, die Original-Pokémon-Spieler-Entwickler Game Freak bauen am Anfang im Haus des Main Characters immer die neueste Nintendo-Konsole ein, weil es auch logischerweise nur auf Nintendo-Geräten erscheint, also die Pokémon-Spiele. Endlich bist du aufgewacht, Schlafmütze. Alles Gute zum Geburtstag, Catman. Zu schade, dass dein Vater heute nicht hier ist, um zu sehen, wie sehr du gewachsen bist. Du weißt doch, er ist immer auf Arbeit. Ach so, okay. Schatz, was ist los? Du scheinst bedrückt. Wir erzählen unsere Mutter von dem Albtraum. Nun, die Zeit ist gekommen. Komm, setz dich hin mit mir. Okay, die Story geht auf jeden Fall schon mal ganz crazy. So war das, glaube ich, noch nie in einem echten Pokémon-Spiel. Es ist vermutlich nicht der beste Tag, aber ich denke, du bist alt genug für diese Geschichte jetzt. Was du mir erzählt hast, war kein einfacher Traum. Ja, es war so klar. 11 Jahre zuvor hat dein Vater sich dazu entschieden, dich rauszubringen zur Ranch. Ich war ziemlich dagegen und habe mir sehr viel Sorgen um euch gemacht. Aber dein Vater war bei dir, das hat mir Sicherheit gegeben. Wie dem auch sei, an diesem Tag, niemand kam zurück. Tage danach, Nana Flora hat an unserer Tür geklopft, in der Mitte der Nacht. Was eine Erleichterung, dich an der Tür zu finden. Du warst bewusstlos und hattest einen Ball bei dir. Aber dein Vater war nicht da. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Oh. Dann hat unser Vater wohl doch nicht mit Despotar abgerechnet, sondern andersrum. Huch. Bestimmt lebt er noch. Bestimmt lebt er noch. Wir müssen ihn finden. Das wird unsere Mission. Es tut mir leid. Ich habe so lange gewartet darauf, dir das zu erzählen. Nach all den Jahren voller Lügen. Schatz, was denkst du dir? Wie kannst du nur an so eine Sache denken? Du bist nicht bereit, nach deinem Vater zu suchen. Du bist immer noch ein Kind. Wir arbeiten dran. Ich und Asta. Es ist nicht so einfach für uns Erwachsene. Hör auf, darauf zu bestehen, Catman. Niemals werde ich meine Meinung ändern. Wenn ich auch noch mein einziges Kind verlieren würde, dann... Geh jetzt auf dein Zimmer. Okay, unsere Mutter hat wirklich keinen Bock, dass wir auf ein Abenteuer gehen. Das ist auch ganz anders als in den normalen Pokémon-Spielen. Oh, es ist ein altes Familienbild mit Mama und Papa.
Na, ist schon cute. To be honest, ich hätte den Pflanzenstädter auch irgendwie gerne genommen, weil ich die Maske irgendwie cool fand. Aber ich muss das einfach tun. Der neue Typ war zu verlockend. Dreh. Es scheint, als hätte Trishout irgendetwas geplant. Will er mit mir Nintendo Switch spielen oder was? Dafür habe ich jetzt keine Zeit, Bruder. Verstanden. Es schlägt vor, aus dem Fenster zu springen. Okay. Dreh. Wir hauen einfach ab. Oh, Helena. Das ist Trishouts Pokéball. Du nimmst ihn besser mit. Okay. Auf geht's, würde ich sagen. Leute, es gab sogar so einen Sound. Huh. Der Baum hat den Fall unterbrochen. Was zur Hölle? Feier ich bisher absolut diese Story. Dreh. Trishout hat sich dazu entschlossen, mit dir zu kommen. Es geht besser zurück in seinen Pokéball. Catman erhält Trishout. Möchtest du einen Spitznamen geben? Ja. Das wird man immer gefragt in den Pokémon-Spielen. Und hey, wenn ihr nach Pokémon benannt werden wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich denke zwar, dass ich sowieso nicht genügend Zuschauer habe, die nach Pokémon benannt werden wollen, so viele wie ich fangen werde, aber alright, I guess. So, und den kleinen Kerl nenne ich Tengen. Der volle Name hat leider nicht hingepasst, aber wer die Anspielung versteht, der versteht sie. Guck, Demon Slayer. So, und jetzt machen wir uns auf den Weg ab von zu Hause und suchen unseren Vater, der mysteriöserweise elf Jahre zuvor irgendwas irgendwie entführt wurde oder so. Und wir wissen nicht mal, was mit ihm passiert ist, aber wir gehen ihn einfach suchen, weil warum nicht? Wir erhalten Antidote. Ich weiß leider absolut nicht, was der deutsche Begriff dafür ist. Ah, ach so. Das ist ein Gegengift. Ja gut. So ausgereift sind dann wohl doch nicht meine Englisch-Skills. Huch. Was passiert, wenn wir theoretisch einfach wieder in das Haus... Okay, ja, wir können nicht nach Hause wieder zurück. Das war mir schon klar. Aber wir hauen einfach von unserer Mutter ab. Wow. Das ist irgendwie ganz schön assi von uns. Egal. Das Abenteuer ruft. Hey, Catman, wo läufst du hin? Was macht dieser Opa da? Oder diese Oma, besser gesagt. Nana Flora. Hoho, schau dich an. Deine Mama hat dich endlich gehen lassen, hä? Ja, bestimmt. Sie hat vermutlich realisiert, dass sie sich zu sehr um dich kümmert. Hihi. Nun, du bist dabei, eine Reise anzutreten, die dich in voller neuer Pokémon stoßen lässt. Lass mich dir etwas zeigen. Catching Tutorial. Wie du sehen kannst, ist das Gras hier höher als normalerweise. Dort leben die wilden Pokémon. Aber keine Angst, du kannst sie alle fangen. Mit diesen speziellen Bällen, die sich Pokebälle nennen. Hier, nimm ein paar. Boah, unsere ersten Pokebälle. Insane. Jedoch kannst du keine gesunden Pokémon fangen. Du musst sie erst so richtig zusammenschlagen. Ich meine natürlich schwächen. Nachdem du sie ein bisschen bekämpft hast, kannst du ein Pokémon draufwerfen und sie versuchen zu fangen. Warum versuchst du es nicht einfach mal? Okay, ab geht's. Let's go. Kein nerviges Catching-Tutorial. Boah, Hornliu. Attacke Tengen. Okay, ich frage mich, was wir können. Also wir haben schon mal kein Geschlecht, das ist ziemlich unüblich für Starter. Okay, wir haben Glut und Tackle. Ja, wäre jetzt ziemlich unüberraschend, to be honest, wäre jetzt gedacht. Angriff! Feuer ist gegen Käfer effektiv, brenne! Oh. Ja. Mit Pokémon zu spielen ist ziemlich viel Spaß, nicht wahr? Es sorgt dafür, dass man sich jünger fühlt, selbst... Der erste Schritt ist immer schwierig, aber deine Nana ist hier, um dir zu helfen. Ach, jetzt werde ich sogar geheilt. Hä, warum kann ich denn jetzt nicht mehr in das Gras? Ach man, willst du mich verarschen? Jetzt konnte ich gar nicht das Hornliu fangen. Ja, okay, to be honest, wer möchte Hornliu fangen? Ich glaube sogar, ich werde so machen, dass ich nur neue Pokémon fange, denn wenn ich richtig gelesen habe, gibt es über 200 und das sollte genug sein. Also ignorieren wir das Hornliu einfach mal gekonterweise und gehen... Hey, wo denkst du, wo du hingehst? Oh, wie, was ist denn mit unserer Mutter? Einfach Teleport eingesetzt.
Denkst du wirklich, du kannst einfach so wegrennen, ohne ein Wort zu sagen? Das ist ein kindisches Verhalten. Ich weiß, dass du deinen Vater vermisst. Denkst du, ich fühle mich nicht auch so, Catman? Es ist nicht einfach, ein Kind ganz alleine zu erziehen. Denkst du wirklich, ein Winzling wie du könnte mehr tun als zwei Erwachsene? Stell dir gar nicht mal vor, wie gefährlich die Welt draußen ist. Los, Angriff, setz Glut ein! Nein. Dreh. Also stimmt, schaut dir zu. Es musste passieren, früher oder später. Ich sehe, dass Worte bei dir keinen Zweck haben, Catman. Nun dann, zeig mir, dass du bereit bist mit deinem Pokémon-Kampf, okay? What the fuck? Wir kämpfen jetzt einfach gegen unsere Mutter, das gab es auch noch nie. Was ist dieses Spiel? Ich bin bereit, dir eine Lektion zu lernen, wenn das der einzige Weg ist, wie ich dich beschützen kann, Catman. Oh shit, okay. Sie hat auch noch ein Pokémon. You're challenged by Mom. Okay, Pummeluff. Sollte kein allzu schwieriger Gegner sein. Hoffentlich. So, wir gehen direkt mit Glut rein. Angriff! Okay, das hat nicht so viel gemacht. Oh. Wir wurden eingeschläfert. Oh, das ist nicht so toll. Ja, das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Am wenigsten ist das Pummeluff schwach und hat nur nicht sehr effektive Attacken. Endlich! Nach drei Runden geschlafen. So. Tackle. Ja, Verzweifler bringt nichts. Verzweifler wird immer gefährlicher, je mehr Damage wir ihr machen. Allerdings nicht andersrum. Ja, jetzt mittlerweile muss ich aufpassen, aber das sollte jetzt alles beenden, hoffentlich, diese Glut. Ich glaube, diesen Kampf kann man sogar gar nicht verlieren, weil Verzweifler eine Attacke ist, die nicht besiegen kann. Pummeluff wurde besiegt, 143 Erfahrungspunkte erhalten. Let's go, Tengen Level 6. Tengen Learn Bubble, ich weiß nicht, was das für eine Attacke ist. Mom wurde besiegt. Rising Star 1 von 50, okay. Ich kann die Entschlossenheit durch deine Augen sehen. Und wir kriegen sogar $250 von ihr. Insane. Wem mache ich das vor? Ich kann nicht mal die Meinung von meinem Sohn ändern. Also wie soll ich einen vermissten Mann finden? Catman, ich habe die Entschlossenheit in deinen Augen gesehen. Ist das wirklich das, was du am meisten begehrst? Ja, natürlich. Let's go. Vielleicht hatte Nana Flora recht. Ich sollte die Flügel meines Kindes nicht zusammenhalten. Ich hätte kein Recht, dich davon abzuhalten für so lange Zeit. Aber ich habe es für dich getan. Aber jetzt, wo du die Wahrheit kennst, wärst du sicher nicht glücklich, hier zu bleiben, ohne Hilfe leisten zu können. Okay, Schatz. Ich denke, du solltest jetzt das Nest verlassen und erwachsen werden. Wenn es das ist, was du am meisten möchtest, dann geh raus und erkunde die Eldiv Region. Aber erinnere dich, ich werde immer für dich hier sein und ich werde dich immer willkommen heißen. Egal, was du brauchst. Oh, genau. Das Ganze hat mich fast dein Geburtstagsgeschenk vergessen lassen. Hier ist es, kleiner Mann, du wirst das lieben. Boah, neue Yeezys, geil. Komm schon, zieh sie an. Hier auf dem Paket steht, halte die Z-Taste, um schneller zu rennen als der Wind. Jetzt hast du alles, um Hardwarf City sicher zu erreichen. Da unten wirst du Asta finden, ein alter Freund von deinem Vater. Ich bin mir sicher, er wird dir einige nützliche Tipps geben. Sei vorsichtig und mach mich nicht besorgt. Schaut. Pass auf diesen kleinen Jungen auf, okay? Hahaha. Viel Glück dir, mein kleiner Mann. Ich liebe dich. Okay, das ist tatsächlich doch noch glücklicher ausgegangen, als ich gedacht hätte. Wir hauen doch nicht so einfach von ihr ab. Und das scheint mir der Anfang zu sein. In Pokémon Xenoverse. Oh ja, das war schon ein sehr cooles Intro. Ein bisschen viel Text, aber das ist völlig normal bei Pokémon-Spielen. Und in den offiziellen gibt es sowieso immer viel, viel mehr Text. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder. Haut rein und ciao, euer Catman.